Shit. J'aime faire. Hier musst du die Fassung bewahren zwischen den Ratten und Plagen. Denn die Gelder, die wir machen, sind so schwarz wie die Rahmen. Ich mach durch Hase die Gage und zähl die Gage in Rage. Das hier ist die Sprache der Straße. Ich sag dir jetzt eins, ne? Diese 10.000 Euro behalte ich, ihr macht in jedem Fall gar nichts mehr. Die Hut gehört uns immer noch. Okay, hat sie mich verstanden? Deine Beschuldigung. Deine Beschuldigung? Ja, Jungs, wenn er uns so schreit, dann haben wir uns nicht mal verarschen, Digga. Wie geht's denn? Diese Piste, Digga. Du musst was anderes machen, wir haben doch einen Plan. Den Plan musst du weitermachen, Digga. Ich kläre das einfach. Babajan hat Kali eine Menge Kohle gegeben, damit er die Stadt verlässt und seine ganzen Läufer ihn überträgt. Ich habe die Jungs seit 6 Monaten nicht mehr gehört. Keine Kohle und nur einen Gedanken in meinem Kopf. Nämlich Geld. Geht ab. Es geht, alles klar. Ja, Mann. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken für den Tipp, den du mit mir gegeben hast. Du hast auf jeden Fall durchgezogen, Digga. Alles rausgeholt. Krass, Digga. Und der Hund? Digga, auch mitgenommen. Ehrlich? Digga, bist du verrückt oder was? Digga. Das ist meiner jetzt, Digga. Den wollte ich unbedingt haben. Okay. Und Digga, ich habe auch für dich noch einmal ein Kuchen, Digga, für den Tipp, Digga. Ja, hast du auch was davon, ne? Ja. Anständig auf jeden Fall. Ja, normal ist vernünftig, ja, auf jeden Fall. Korrektes Ding auf jeden Fall. Ja, Mann. Muss auch weiter, Digga. Ich wünsche dir was von mir, von Arbeit und so. Normal, danke. Ciao, ciao. Lili, hier. Hier, komm. Lili, hier. Was geht ab? Nice, fresh. Ja, Mann. Bei dir? Hey, was geht ab, Kleine? Na? Alles klar, Bro? Hast du den Hund eiskalt mitgenommen, Alter? Du bist ja richtig crazy, Mann. Heftig. Die Hunde sind krass, Digga. Ja, ganz ehrlich. Ja, pass gut auf sie auf, Digga, ne? Ja, Mann. Wie hieß sie nochmal? Lilly. Lilly? Ja. Ach ja, sie meinte ja, hat sie ganz rumgeschrien, ne? Ich auf jeden Fall sind 900 Euro dabei rausgekommen. Korrekt. Das ist gutes Geld, ja? Ja, Mann. Ich hab den Anteil auch dabei. Korrekt. Aber weißt du was? Ich scheiß mal auf meinen Anteil. Ich will den Hund haben, Digga. Du willst den Hund behalten, oder? Ja, Mann. Bist du verrückt? Kannst du einfach den Hund behalten, Mann? Wieso nicht? Der ist auch ein bisschen Geld, ne, Digga? 500 Euro? Digga, 500, 600 Euro sind die auf jeden Fall wert. Ja, okay. Das klingt fair. Dann behalte ich die Beute, Digga. Und du den Hund, Digga. Korrekt. Du bist echt crazy, Digga. Abgemacht. Dann passt gut auf den Hund auf, ne? Mach ich. Ja, Mann. 9 Scheine plus. Ich hab mir gleich ein neues Sofa gegönnt. Aber nicht irgendein kleines, gleich ein Big Sofa. Ihr wisst Bescheid. Dazu einen passenden Tisch und natürlich eine gute Menge Weed. 2 Scheine sind übrig geblieben. Aber ich glaube, das reicht eine Weile. 3 Tage später. Tschüss, Digga. Es sind Eisketten nur 4 Euro übrig geblieben. Egal, dann wird heute nicht bestellt. Das ist richtig kellig am illegalen Geld, wisst ihr? Das Geld kommt nie regelmäßig rein. Aber drauf geschissen. Mit 4 Euro kriegt doch wohl eine Bolognese oder so. Oha. 2,59 Euro für Hackfleisch. Dann bleiben mir ja noch 1,41 Euro für den Rest. Bolognese und Nudeln? Ja, das könnte hinkommen. Nudeln 69 Cent. Das heißt, ich habe noch 72 Cent. Ja, das müsste eigentlich reichen. Digga, guck ich gerade richtig? 89 Cent. Fuck. Nein, Mann, das zahle ich nicht. Das wandert mal einfach so in die Tasche. Okay, jetzt ganz ruhig, schön unauffällig. Digga, wie peinlich wäre das, wenn ich einfach erwischt werde mit einer Bolognese.
Stell dir mal vor, da ist ein Pieper dran. Nein, 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 nein. Einfach rausgehen, Digga. Einfach raus hier. Shit, Mann. Wie tief kann man noch sinken? Ich frag mich, was Soldier gerade macht. Flaschen abgeben, ja. Läuft bei dir. Was soll man machen, ja? Ja, was aus uns geworden ist. Ganz ehrlich, ich habe schon schlimmere erlebt, ja. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel dich den Arsch abzuwischen. Ich bin angeschossen im Arm, Digga. Digga, Bruder, Mann, wie geht's dir, Digga? Alles gut. Ich hab Digga, lange nicht gesehen, ja. Wollen wir uns treffen später? Bisschen quatschen? Ja, muss sein, ja. Wir sehen uns dann gleich auf dem Kurstreppe, da. Ja, alles gut. Soldier, Digga. Ohne Scheiß, ich hab ihn richtig doll vermisst. Wir haben gleich die ganzen Streitigkeiten aus der Welt geschafft und die ganze Scheiße mit einem schönen Jaggen besiegelt. So muss das sein. Made Man for Life. Und wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe? Das Zocken mit Soldier, Mann. Heute zeige ich ihm mal, wo der Frosch die Loggen hat, Alter. Handy auf lautlos und los geht's. Digga, Verlängerung oder was, hä? Verlängerung? Ja, Mann. Digga, ich versieb dich jetzt, du wirst sehen. Niemals. Und bam, Digga. Digga. Bam. Digga, dein Ernst? Und Laufpass? Digga! Wohin gibt der Laufpass, Digga? Okay, okay, okay. Ja, was machen die denn da, Alter? Und? Was ist los, Bruder? Diesmal aber. Das kann doch nicht sein, Digga. So, fuck the Digga jetzt hier, Digga. So, jetzt zeig ich dir, was das gibt, Digga. Komm. Gib ihn, gib ihn. Nein, nein. Komm, Digga. Nein. Ich zeig dir, wie das geht, Bruder. Digga. Und? Bruder. Ich hasse FIFA so doll deswegen, ne? Aber egal, Digga, ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch, Digga. Jo, warte mal kurz, Bruder. Mein Handy klingelt. Ja. Hallo? Jo. Was? Ernsthaft jetzt? Ja, mach ich auf jeden Fall. Hau rein. Ey Digi, ich muss einmal ganz kurz Fernseher einschalten, ja? Oh. Komm gleich wieder online. Ja. Bis gleich. Hopp. Bis gleich. Polizeigroßeinsatz in Hamburg-Jenfeld. Am Sonntagmorgen rückte das SEK in der Steglitzer Straße an. Was? Sehe ich gerade richtig oder was? Es sind eiskalt alle Leute von Babajan hochgegangen. Sie haben alle Buden gestört mit SEK-Kommando und den ganzen Scheiß. Der ganze Ring wurde hochgenommen. Ja, Mann. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Jungs wieder zusammen zu trommeln, Digga. Digga, Jungs, wie lange ist es her, ja? Ja, Digga, endlich mal wieder wir drei zusammen. 6 Monate haben wir gar keinen Kontakt mehr gehabt, Mann. Ich hab mich echt vermisst, ja? Ja, Bruder. Ja.
Wie ist euch ergangen, Digga? 6 Monate nicht gesehen, man. Das ist echt eine lange Zeit. Nur ja. Ausgaben. Ja, Pader, du weißt, immer Kopfschmerzen, die Scheiße, Digga. Pader, davon will ich gar nicht reden, Bruder. Ganz ehrlich, vorgestern habe ich eiskalt Bolognese geklaut, weil mein Geld nicht gereicht hat. Ich schwöre auf alles. Gestern meinen letzten Pfandflaschen weggebracht, Bruder. Ich bin Broker als Broke. Broker als Broke. Ah, was soll man machen, Mann? Keine Ahnung, Digga. Hat jemand eine Idee, wieder irgendwas, oder wie wir wieder ins Game kommen? Ja. Ich hätte davor, wenn wir einfach durch die Gegend laufen und einfach ein paar Autos schnappen, Digga. Wenn du uns Engel, Feuerstein, Digga, werfen diese verfickten nein, Scheiben nein, ein. Nein, Digga. Nein, Digga. Was ist los, Bruder, Digga? Radius, Bruder, was ist los, Digga? Radius kostet 30, 40 Euro, die Anlage, Digga. Ja, pro Auto 30, 40 Euro. Ja, so ungefähr, Digga. Das heißt, wir müssen 20 Autos machen, damit wir nicht mal andersweise 1000 Euro haben? Ja, was ist das? Nein, das ist scheiße, Digga. Ja. Wenn irgendwas Unauffälliges, dachte ich so vielleicht irgendeine gute Wohnung auskundschaften, weißt du, wo vielleicht Geld drin ist oder irgendwas, dann schön so ein Brecheisen nehmen an die Tür. Nein, Digga. Bruder, lass mal sowas. Nein, Digga, nein? Hast du überhaupt eine Wohnung, wo wir reingehen können? Fangen wir mal so an. Das muss man finden. Der muss auch was da haben und der hat dann nichts umsonst eingebrochen. Ja, okay, habt ihr recht. Weißt du, was die machen? Das, was wir letztes Mal gemacht haben. Was? Im Kiosk, Digga. Überfall. Ja. Den Kiosk willst du schon wieder ausräumen hier. Nicht die Äpfelsnack. Letztes Mal hast du perfekt geklappt, oder nicht? Ja, war eigentlich gut. Siehst du? Kennst du den Kiosk bei deinem Friseur im Äpfelzentrum? Ja, normal. Okay, okay. Ja, mach doch Pader. Hast du das nicht gehört letztes Mal? Hab ich auch gehört, aber... Auf jeden Fall, hab ich auch, ne? Ich lass auch uns das so machen. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Heute noch am besten, ne? Doch Pader. Derbe ungeplant, Digga. Sturmmasken. Haben wir welche? 2 Stück habe ich noch, aber noch eine Maske finde ich irgendwie, Digga. Hin. Also seid ihr gleich, Digga, ersten Tag wieder gesehen. Ich kann eine Sache durchziehen. Ich hab 3 Musketiere, Bruder. Aber den Krieg oder nicht? Los. Gesagt, getan. Wir haben ein paar Sachen zusammengesucht, ein Auto besorgt und haben losgelegt. Hör auf, Digga! Hör auf, Digga! Hol das Geld raus! Gib mir das Geld! Nimm alles, Digga! Nimm noch ein Stück raus! Komm mal jetzt raus, Digga! Komm! Ey, komm, komm, komm! Ich bin Digga! Hab raus! Scheiß drauf, Digga! Ey, komm! Durch! Raus! Dann würde ich lieber eher sagen, so eine Wohnung aufsuchen, so ja. Schön mit einem. Nein, Digga. Zu früh, ne? Ja, das wirst du nochmal. Brecheisen. Brechstange. Brecheisen, mach irgendwas, Bruder. Warte einfach, wie du denkst. Okay. Hör doch auf damit! Was? Geil! Schwul, super gay! Super dick! Ja, ich bin schwul, schon drauf. Schwul! Ich bin drauf. Okay. Ja, und was geht, Digga? Erzähl mal.